Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Brettspieltestern. Mit dabei wie immer Michaela und Christian. Und wir haben hier das Spiel Escape Disturbia, Gefahr in the Docks. Ein Rätselspiel für 1 bis 8 Spieler, unterstützt mit einer App, diverses Material. Aber wir starten erstmal mit den Rahmendaten. Escape Disturbia, Gefahr in the Docks ist ein Spiel ab 12 Jahren für 1 bis 8 Spieler. Die Spieldauer wird auf der Verpackung mit 120 Minuten angegeben. Ist bei Homunculus-Spiele erschienen, kostet, ich habe gerade mal online reingeschaut, um die 15 Euro. Und das Konzept ist von Sebastian Frenze, Simon Kösters, Michael Meinke und Josef Reintaler. Ganz wichtig, das fällt mir gerade ein, featuring Mr. Hörler und die Pulveraffen. Ach so. Was das damit auf sich hat, das werdet ihr leider erst erfahren, wenn ihr das Spiel gespielt habt, weil wir versuchen ja einigermaßen spoilerfrei aus der ganzen Geschichte rauszukommen. Erstmal, es gibt diese Verpackung und zusätzlich gibt es eine App. Genau, so ein appgesteuertes Spiel, ganz wichtig. Also ohne App könnt ihr das Spiel auch nicht spielen. Von daher müsst ihr euch die vorher runterladen. Genau, dann kostenlos, ganz wichtig. Dann ist es ein kartengesteuertes Spiel. Es wird auch nicht viel Spielmaterial zerstört. Und in der Anleitung stand auch drin, sie wollten es nachhaltig gestalten. Und man kann auch das Spielmaterial sonst hinterher runterladen, wieder erneut, wenn man was zerschneiden musste. Genau. Ansonsten gibt es einen ganzen Kartenstapel, der mit dabei ist. Dann gibt es insgesamt 8 Ermittlerkarten, die mit dabei sind. Dann gibt es, ups, aber ich muss sie ja einmal ganz kurz hochkriegen. Es gibt Spielplanteile, davon können wir es euch nicht mehr alle zeigen. Und es gibt noch weiteres Spielmaterial. Und es gibt noch einen Zeitungsartikel. Und, das haben wir noch gar nicht gezeigt, genau. Eine Flasche mit was drin. Genau. Und dann können wir vielleicht erstmal erzählen, worum es geht, beziehungsweise stopp, man braucht noch Hightech. Man braucht Hightech-Werkzeuge, man braucht eine ortsübliche Hand. Übliche Schere, Linkshänder oder Rechtshänder, ist vollkommen egal. Man braucht einen Bleistift und man braucht ein bisschen Papier. Genau, dann können wir vielleicht erstmal erzählen, worum es darum geht bei dem Spiel. Ja, ist relativ simpel. Also das ist der zweite Teil der Disturbia-Reihe aus diesen Geschichten. Es soll wohl insgesamt momentan... Gibt es schon die dritte? Es gibt 3. Es gibt einmal noch Mörderischer Maskenball und nicht Gefahr in den Docks. Das muss ich gerade eben mal ganz kurz einmal spicken hier. Falsches Spiel im Casino und Mörderischer Maskenball. Genau, Falsches Spiel im Casino war das erste in Anführungszeichen. Das ist jetzt das zweite und dann gibt es noch ein drittes. Und worauf wollte ich hinaus? Auf die Story. Auf die Story, genau. Also wir sind in Disturbia. Disturbia wird eigentlich beherrscht. Also das ist so ein fiktiver Stadtstaat, möchte ich mal nennen. Eine fiktive Stadt, sage ich jetzt einfach mal. Die wird vom sogenannten Syndikat beherrscht. Das ist natürlich ein bisschen kriminell angehaucht. Und es gibt allerdings die Docks. Und die Docks sind in Disturbia eigentlich der einzige Ort, wo das Syndikat nicht die Macht hat, wo es halt nicht genug Einfluss hat. Und der Generalstaatsanwalt ist seit 2 Tagen verschwunden. Ich kann seinen Namen immer nicht aussprechen. Philippos? Nee, hier vorne steht er, da kannst du ihn ablegen. Ich kann Philippos Krümakis, würde ich sagen. Irgendwie so, genau. Also auf alle Fälle Generalstaatsanwalt. Er ist seit 2 Tagen weg und unsere Aufgabe ist es eigentlich, ihn zu finden. Und dazu machen wir uns jetzt erstmal Richtung Docks, weil wir uns eben denken, mit dem Syndikat hat er scheinbar Probleme. Wo würde man dann hingehen? Man würde in die Docks gehen. Und deshalb bewegen wir uns jetzt Richtung Docks. Genau, und dann lest ihr zum Einstieg quasi diesen kleinen Zeitungsartikel, vor der Rückseite, beziehungsweise eher Rückseite, ist aber eigentlich eher Werbung. Nein, das, teilweise ist das schon richtig. Nein, das ist Werbung. Dann gibt es noch die App, die mit dabei ist. Die müsst ihr euch natürlich vorher herunterladen, denn was wir schon gesagt haben, das Spielmaterial weiteres bereitlegen, wie Schere, Papier und Stift. Und dann geht es eigentlich damit los, dass ihr euch aus diesem 8-köpfigen Vermittlerteams, das spoilern wir jetzt auch nicht, weil das ist der Spielbeginn, da sucht ihr euch jetzt Personen aus. Es müssen immer mindestens 2 sein. Auf der Rückseite steht dann auch noch ein bisschen was dazu drauf. Der Name der Person, E-Mail-Adresse, Alter, Größe, Lieblingsmahlzeit, da stehen so ein paar Sachen noch drauf. Und dann sucht ihr euch mindestens 2 Personen aus, weil es gibt dann hier auch, wenn man sich die Anleitung nimmt, eine Spielanleitung ist natürlich auch mit dabei, je nachdem, wie viele Personen ihr ins Spiel mit reinnehmt, ist auch ein Schwierigkeitsgrad dann vorhanden. Wobei, so viel sei mal vorweg gesagt, das habe ich jetzt nicht so empfunden. Also wir hatten 4. 4 von 8, von daher, wir dachten, wir nehmen mal, ich habe das einfach mal entschieden, wir nehmen so die goldene Mitte. Wir waren am Anfang echt ein bisschen kritisch, ob das funktioniert, weil manchmal haben wir echt Probleme mit diesen Dingen. Wir spielen sie immer sehr gerne, aber wir sind nicht unbedingt die Besten da drin. Und deshalb war das schon eine Herausforderung zu sagen, wir starten nur mit 4 Kollegen, mit 4 Ermittlern, aber unterm Strich hätten wir es wahrscheinlich auch mit 3 hingekriegt. Genau, es ist halt wie gesagt ein Rätselspiel. Ich finde, man kann es ganz gut mit Unlock vergleichen. Also ihr habt hier so einen ganzen Stapel voller Karten und da steht natürlich drauf, das eine ist die Rückseite, soll man sich natürlich angucken. Die Karten soll man sich natürlich generell nicht angucken. Und dann rätselt ihr euch halt von Rätsel zu Rätsel. Und ihr müsst halt die Augen offen halten, weil dann halt auf Spielplan teilen, da sind dann unter Umständen natürlich dann vielleicht Buchstaben- und Zahlenkombinationen drauf sein. Wenn ihr welche seht, dann nehmt ihr euch die entsprechende Karte, dann kommt ihr vielleicht zum nächsten Rätsel, dann müsst ihr das nächste Rätsel lösen.
dann kommt ihr vielleicht auch nochmal zu speziellen Dokumenten. Und ab und zu kann man auch nochmal, wenn die Figuren, also am Anfang gibt ihr in der App ein, welche Figuren mit dabei sind, ab und zu sagen dann die Figuren auch nochmal was zu dem Spielverlauf. Und die App ist eigentlich dazu da, kann man eigentlich schon so sagen, nicht so mit, ich sag mal, als Unterschied zu Unlock, genau, erzählt die eigentlich mehr die Geschichte, die erzählt. Ja, also da sind halt eben die Charaktere, die auftreten, auch die genau. Fremden, jetzt nicht unsere Hauptcharaktere, die dann eben was erzählen, mit unterschiedlichen Stimmen, sag ich mal. Ansonsten, es findet in erster Linie auf dem Spielmaterial, das beigefügt ist, statt, aber man braucht sie trotzdem. Genau, also ab und zu gibt es da auch in der App was Dargestelltes und dann muss man da vielleicht auch mal gucken, genau. Ob man da Buchstaben und Zahlen und dann findet. Was eben auch ist, so auf dieser Rückseite, so steht es in der Anleitung mit der App, kann man eben die Rückseite von einigen Karten einscannen und dann wird halt eben die Story fortgetragen, dann kommen halt eben auch neue Tipps und so weiter. Was bei uns leider nicht funktioniert hat, das mussten wir teilweise immer manuell einstellen. Mhm. Die Möglichkeit gibt es auch in der App. Das fand ich ein bisschen schade eigentlich. Mhm. Ansonsten mit der App, ja, es sind nette Sachen dabei. Es sind halt eben so ein paar Features dabei, auf die wir jetzt nicht explizit nicht eingehen, weil wir ja nicht spoilern wollen. Sie funktioniert. Das mit dem Einscannen hat nicht so richtig funktioniert, aber ansonsten funktioniert sie, würde ich mal sagen. Genau. Ansonsten kann man auch nochmal sagen, was ich auch ganz schön finde auf diesen Karten. Ich möchte euch jetzt ja nicht zu viel zeigen. Also es gibt halt unterschiedliche Symbole auf den Karten. Es gibt halt so zum einen so goldene Zahnräder, sage ich jetzt mal so wie hier. Die führen halt dann so zu Rätseldokumenten. Und was eben auch nicht schlecht ist, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, oben in der Ecke steht immer, also angenommen, wir hätten jetzt diese Karte genommen, da steht, wie man da hingekommen ist, genau. Also welche Karten man schon gehabt haben muss, welche man dann entsprechend kombiniert hat, um überhaupt an die Karte ranzukommen. Das ist nicht schlecht, weil man dadurch halt eben nicht aus Versehen eine Karte nimmt, die man eigentlich zu einem späteren Zeitpunkt erst überhaupt bekommen hätte, weil man gar nicht die Hinweise hatte. Oder wenn man sie aus Versehen genommen hat, kann man auf jeden Fall nachprüfen, ob man die Karte eigentlich schon haben dürfte. Und es gibt dann auch noch so, wie hier, so römische Zahlen, die führen halt dann so zu Spielplanteilen letztendlich. Und was ich eben schon sagte, hier gibt es halt einen Haufen Karten und wenn ihr dann, ich sag mal, Buchstaben und Zahlen irgendwo entdeckt, ihr müsst da teilweise auch kombinieren, auch so wie bei Unlock. Da gibt es dann hier, so ich guck mal ganz kurz, dass ich euch das spoilerfrei ein bisschen zeigen kann. Das gibt so Zahnräder, dann ist da vielleicht schon ein Buchstabe drin und ihr müsst die fehlende Zahl kombinieren und da müsst ihr einfach mit Gegenständen, die ihr schon habt oder die vielleicht in eurer Umgebung dann vorhanden sind, also natürlich auch Spielplanteilen oder wie auch immer, dann vielleicht schon mal kombinieren, um dann letztendlich zum nächsten Buchstaben und zur nächsten Zahl dann zu kommen. Also ich finde, man kann das schon sehr gut teilweise mit Unlock zu vergleichen, weil da viele Ähnlichkeiten vorhanden sind. Bei Unlock ist es ja auch so, dass man viel auch mal genau hingucken muss, sehe ich da vielleicht noch irgendwo eine Zahl. Bei Unlock ja wirklich komplett kartengesteuert und appgesteuert ist, während wir hier eben noch so ein weiteres Spielmaterial haben, wie zum Beispiel auch die Flasche, da ist auch was drin, was dann natürlich auch ein Rätsel ist und so weiter. Also von daher, aber es ist schon sehr ähnlich. Von daher können wir eigentlich schon mal zur Rezension kommen, weil wir wollen ja nicht zu viel spoilern. Wie gesagt, es ist ein Rätselspiel. Ihr spielt euch hier von Rätsel zu Rätsel. Spieldauer kann ich schon mal sagen, 120 Minuten stehen drauf. Als wir losgespielt haben, dachte ich erst, also wir sind wirklich super vorangekommen. Wir haben auch nicht viel, ich weiß gar nicht mehr, wie diese hier hießen. Ich sag mal, diese Fehler, die man da macht, die hatten ja auch so ein... Ja, Nerv sagen wir jetzt einfach mal, das sieht das nicht mehr ganz genau, wie das hieß. Es hatte hier auch einen speziellen Namen. Es gibt hier natürlich auch eine Hilfefunktion, die heißt hier, glaube ich, AIDA. Es war so eine künstliche Intelligenz. Also man kann sich natürlich zu jedem Rätsel dann auch einen Tipp holen, wenn man nicht weiterkommt. Dann bekommt man natürlich auch dementsprechend, das wird dann am Spielende dann auch bewertet, je nachdem, wie viel man davon hatte, von diesen, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die hießen. Ich habe es jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Komm jetzt gerade. Ist aber nicht so witzig. Auf jeden Fall, wenn man Fehler macht, bekommt man... Ach, da wurde doch von deinem Neutron irgendwas abgezogen oder sowas, ne? Ja, hier ist Neutron oder wie das... Ja, Neuron steht sogar drauf hier auf der Karte. Also von daher kommt man am Spielende dann natürlich auch dazu zu einer Wertung, die man natürlich dann auch, ich sag mal, entsprechend, wie viel Hilfestellung man gebraucht hat. Und wir haben jetzt nochmal zur Spieldauer, wo ich eigentlich gerade mit anfangen wollte, 120 Minuten steht drauf, wir haben 126 Minuten gebraucht. Und es war bei uns am Anfang so, wir haben losgespielt und wir sind wirklich super durchgekommen. Ja, und ich dachte eigentlich, dass wir das Spiel viel schneller durch haben. Mhm. Es hat sich für mich aber jetzt im Nachhinein nicht angefühlt für 2 Stunden. Ich habe mich wirklich gut unterhalten gefühlt. Auch wenn ich sagen muss, es war jetzt wirklich so vom Spielprinzip nichts Neues. Weil, wie ich gerade schon sagte, ich finde, man kann es wirklich gut mit dem Unlock-Spielsystem vergleichen, weil man immer so Kombinationen braucht aus einem Buchstaben, aus einer Zahl. Man muss sich die Unterlagen genau angucken. Man muss unter Umständen was kombinieren, was man vielleicht schon hat. Ich sage jetzt einfach mal eine Wasserflasche, vielleicht mit einem Wassereimer oder wie auch immer, wenn man das schon hat oder was auch immer. Dass man da
Gallonen und 3 Gallonen. Und genau, dass man die letztendlich dann zusammenpackt oder wie auch immer, dass man guckt, was habe ich schon ausliegen oder was ist vielleicht schon irgendwo vorhanden. Das kann ich miteinander kombinieren. Ja, was habe ich schon ausliegen? Ja, man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht Karten ausliegen hat und vergisst, dass man sie da liegen hat. Das hatten wir auch an der Stelle. Da hatten wir schon eine Karte zusätzlich bekommen gehabt, ganz legal, sage ich mal, und haben im Eifer des Gefechts was irgendwann angefangen zu rätseln und weitergerätselt und wir kommen nicht voran. Und irgendwann gucke ich so auf diesen Tisch und denke mir, die Karte, die habe ich noch gar nicht gesehen. Wo kommt die jetzt plötzlich her? Und dann sind wir auch weitergekommen. Also ein bisschen Strukturierung hilft dabei. Genau, ja. Und das fand ich auch ganz schön. Das gibt es ja auch so bei einigen Spielen, dass man auch bei Unlock zum Beispiel dann gesagt wird, so jetzt könnt ihr die Karten zum Beispiel wegräumen. Mhm. Na, das finde ich auch immer ganz schön, weil, dass der Spieltisch da nicht zu voll wird, man den Überblick nicht verliert und dann weiß, okay, die Karten sind für mich nicht relevant, die kann ich jetzt schon mal zur Seite packen. Also von daher, das Spielprinzip, wie gesagt, nichts Neues, hat mir aber super Spaß gemacht. Ich habe mich wirklich gut unterhalten gefühlt. Ich fand auch die Rätsel, fand ich auch wirklich schön. Mhm. Wie gesagt, mir kam die Spielzeit auch nicht mit 120 Minuten so lang vor. Ich dachte am Anfang, wir sind schneller durch, aber wir haben dann doch die 126 Minuten gebraucht. Die Hilfefunktion haben wir bis auf einmal nicht gebraucht, wobei, da als wir die Hilfefunktion gebraucht haben, wir wussten schon, was zu tun ist, aber wir konnten es beide einfach nicht erkennen. Also wir wussten schon, was wir hätten tun müssen. Also wenn ihr irgendwann mal zu einem Getränk kommt, dann sagt uns doch bitte mal, ob ihr das hinbekommen habt. Das hat was Organisches. Das hat was mit organisch zu tun und wir sind beide leider dazu nicht in der Lage, das scheinbar nicht auf jeden Fall. Also wir haben das nicht hinbekommen. Also von daher. Also wir wussten schon, wie es funktioniert hätte, aber wir konnten es nicht umsetzen. Von daher. Das ist eigentlich nur ein Abzug in der B-Note gewesen. Genau. Ansonsten finde ich auch, die App ist ganz schön gemacht, dass halt die Geschichte da vorangetrieben wird, dass man auch ab und zu die Charaktere, die man sich halt ausgesucht hat, wenn die dann irgendwann mal irgendwo auftauchen, dann kann man die halt auch anklicken, dann sagen die auch was zur Geschichte. Aber ich finde, die haben jetzt nicht so wirklich weitergeholfen, dass wir die Rätsel lösen konnten, sondern die haben einfach nur so ein bisschen was weiteres zur Geschichte, sage ich jetzt mal so gesagt. Die Geschichte vorangetrieben, aber ansonsten wird die Geschichte generell über die App vorangetrieben. Die Geschichte an sich, muss ich sagen, fand ich echt gut. Die fand ich war gut geschrieben, beziehungsweise gut gemacht. Es war spannend gemacht und es war auch bis zum Ende hin logisch. Und auch die Rätsel waren bis zum Ende hin logisch. Da war jetzt keins dabei, wo ich sagen musste, wie hätte denn jetzt darauf kommen sollen oder passt nicht zur Geschichte oder so. Ich fand, das war alles gut gemacht, das war stimmig, das war passend. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Nicht, dass man hinterher davor sitzt und denkt, ja, wie hätten wir denn auf dieses Rätsellösung eigentlich kommen sollen. Und das finde ich auch immer ganz schön. Gut, wie gesagt, finde ich auch, dass es auf jeden Fall eine Hilfestellung gibt durch diese künstliche, ich sag mal, AIDA, die es dazu gibt. Und von daher muss ich sagen, es war mal ein anderes Spiel. Wir kannten bisher Escape Disturbia noch nicht. Ich habe schon mal so gehört, dass der erste Fall, ich weiß nicht, ob da auch schon der dritte Fall gespielt wurde, aber ich habe schon gehört von anderen, die das gespielt haben, von anderen Bloggern, dass der erste Fall wohl nicht so gut sein soll. Kann ich nicht beurteilen, habe ich bisher noch nicht gespielt. Ich kann nur sagen, dass mir dieser Fall wirklich Spaß gemacht hat. Wie gesagt, es war nichts Bahnbrechendes Neues, aber die Story hat gepasst, die Rätsel haben gepasst und von daher habe ich mich wirklich die 126 Minuten durchgängig gut unterhalten gefühlt. Das Einzige, was ich wirklich teilweise als störend empfunden habe, was Christian schon sagt, ist die App. Ich weiß nicht, ob es an unserem lag, aber es lag dann auch daran, dann hatte Christian teilweise ein weißes Blatt. Ja, weil ich dachte, der Kontrast muss da sein. Genau, und dann wurden teilweise Karten eingescannt, die wir noch gar nicht hatten, obwohl wir die gar nicht runtergehalten haben. Obwohl es ein weißes Blatt war, das gescannt wurde. Also wenn ihr eine Karte einscannen dürft, ist auch so ein entsprechendes Scan-Zeichen auf dieser Karte drauf und dann solltet ihr die eigentlich umdrehen und mit der entsprechenden Seite dann einscannen. Das hat bei uns bei keiner einzigen Karte geklappt und deswegen musste Christian das immer manuell eingeben. Und das fand ich schon ein bisschen nervig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das fand ich nicht so schön. Da weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt an unserem iPad lag, wobei das kann es eigentlich nicht sein. Also von das ist daher, relativ neu. Von daher würde ich eher mal sagen, das lag letztendlich dann auch an der App. Wahrscheinlich. Also und das finde ich echt so ein Element. Das fand ich ein bisschen schade, das fand ich auch ein bisschen störend. Und da sind wir dann halt relativ schnell auch dazu übergegangen, dass wir dann die Karten halt manuell dann eingegeben haben. Hat aber so ein bisschen natürlich auch den Spielspaß, in dem wir uns ein bisschen genommen, weil es macht ja auch so ein bisschen Spaß, sowas drunter zu halten. Und Christian wollte sich dann teilweise auch diese Spielplanteile die Rückseite über die zeigen, Kamera ein bisschen näher anschauen, weil es dann besser ausgeleuchtet war als mit meinen kaputten Augen. Und dann hat er eben auch sofort eingeblendet, du hast jetzt die und die Karte gefunden. Ich wollte mir nur die Ecke von dem Raum anschauen. Da ist nichts mit einer Karte. Das fand ich vielleicht war das doch nicht so gewollt von der App. Das kann natürlich sein, dass die so eingerichtet ist, dass man mit der Kamera sich den Raum angucken soll. Die ist ja auf schwarz-weiß geschaltet dann. Also wenn man mit der Kamera der App dann quasi sich den Raum angeschaut hat, ist er von farbig auf so grisselig
schwarz-weiß geschwenkt oder Magenta oder irgendwie so. Also eine andere Farbe. Also ich glaube schon, dass man das hätte tun sollen, dürfen. Ja, aber ansonsten, ich fand es echt schön. Mir hat es wirklich Spaß gemacht und von daher kann ich das nur empfehlen. Und von daher ist es für mich wirklich ein guter Rätselfall, stimmige Geschichte. Und von daher bekommt das Spiel von mir 7 Punkte. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Gut, da gibt es von meiner Seite gar nicht mehr so viel dazu zu sagen. Ich finde, also A, Preis ist total genial. Also ich finde 15 Euro für ein Spiel, wo A, eine App dranhängt, die wirklich auch meistens funktioniert, wo eben auch meistens, eine Story dabei ist. Plus eben so dieses Material, plus eben noch was Besonderes, wie zum Beispiel die Flasche. Also das finde ich schon, Preis-Leistung ist da vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, was mich auch gestört hat, war die Geschichte mit dem Einscannen, dass das nicht so funktioniert hat. Man konnte es ja wenigstens noch manuell korrigieren, von daher da auch Haken dran. Was mir generell nicht so gefallen hat, ist, wir sind ja in Disturbia und das ist ja eigentlich eher so eine verruchte, dunkle Location, sag ich mal. Und da muss alles ein bisschen dunkel sein. Und dann hat man so diesen Hintergrund, sag ich mal, den geschichtlichen. Und dann kommen plötzlich hier so Comicfiguren, die so eben gezeichnet sind. Ich weiß, vorne stehen die gar nicht drauf. Aber diese Charaktere, die sind halt eben so ein bisschen, ich sag jetzt einfach mal, verpixelt in der App, tauchen die nachher auf. Und die sind auch relativ grell gemalt, sag ich mal, dass die halt eben zu diesem dunklen, düsteren, wir sind in den Docks, alles ist neblig, wir sind in der Nacht und dann, dumm, kommt plötzlich irgend so ein Charakter und der springt da optisch total hinaus und das hat mir so gar nicht gefallen. Das ist irgendwie so, das ist für mich unstimmig. Also so die Charaktere, die auftauchen, das war alles in Ordnung, wie die sich verhalten haben, wie die Story sich entwickelt hat, das war ziemlich cool, das hat mir auch Spaß gemacht. Wir hatten auch keine Phasen, wo das so er erzählt, wo wir denken, ja, können wir jetzt auch mal bitte weiter rätseln, das interessiert uns nicht, was da passiert. Das war alles von den Zeitsachen, war das echt gut, aber so diese Optik, die gefiel mir an der Stelle nicht so. Das so eigentlich alles dunkel und dann rums total grell, so diese Charakter im Comic-Style dann eben dann erscheinen da auf der App. Ist nichts Schwachsache, also ich mag das halt eben nicht so. Und von daher, grundsätzlicherweise finde ich auch ein gutes Spiel. Der hätte jetzt eigentlich auch 7 Punkte gegeben, gerade was Preis-Leistung betrifft. Aber eben so die Optik von den Charakteren hat mir nicht so gefallen. Die Geschichte so mit diesen Einscannen hat mir nicht so gefallen. Und es war eben auch so Teil, also ein paar Sachen sind echt cool. Ich finde, so eine Flasche finde ich schon mal generell cool. Dann eine Besonderheit, ich darf ja nicht spoilern, also eine andere Sache finde ich auch ziemlich cool. Vor allem, weil die auch doppelt funktioniert, in Anführungszeichen. Aber ich finde es eben auch so schade, dass bei diesen Charakteren hinten steht dann eben drauf, wie sein Spitzname ist zum Beispiel, wie alt er ist, wie groß, was für eine Lieblingsmahlzeit. Und diese Informationen bei diesem Rätsel zumindest, bei den Dogs, braucht man nicht. Und das finde ich ein bisschen schade, das ist ein bisschen vergeben. Wenn ich sowas da drauf schreibe, auf so Charakterkarten, dann sollte es auch irgendwo einen Sinn haben, dass man an irgendeiner Stelle dann vielleicht genau den Charakter mit der Lieblingsmahlzeit, was auch immer, mit Lieblingsgetränk oder so, eben auch nutzen kann oder wiederfindet. So, dann, ich gehe in eine Kneipe, mein Lieblingsgetränk ist, was weiß ich, Tequila Sunrise, der geht an die Bar und sagt zur Kellnerin oder zur Barkeeperin, ich hätte gerne Tequila Sunrise. Sowas hätte ich dann eben cool gefunden, dass sich das dann wiederfindet und das war eben überhaupt nicht da. Und deshalb gibt es bei mir dann einen Punkt Abzug, alles über alles, sodass ich dann auf ein ordentliches Spiel mit 6 Punkten komme. Mhm. Wir können auch vielleicht nochmal ganz kurz sagen, es war ja auch so, dass da teilweise vielleicht noch Sachen aus dem anderen Spiel auch vielleicht noch sich wiederfinden. An einer Stelle, aber die waren auch nicht, diese eine Stelle, die Lösung dafür war nicht entscheidend, um das Spiel zu weiterzuführen. Genau, das fand ich aber auch gut gemacht, weil man kann ja nicht voraussetzen, dass alle vorher das andere Spiel gespielt haben. Ja, wobei man hatte da so eine Oder-Funktion und wir haben weder das eine noch das andere gemacht, weil man hätte entscheiden müssen, nimmt man links, nimmt man rechts, sag ich jetzt mal. Und da wir eben das aus dem ersten Spiel gar nicht hatten, ob wir nach links oder nach rechts gehen müssen, haben wir es gar nicht gemacht. Mhm. Man hätte natürlich raten können mit einer 50-50-Chance, aber wollten wir das Spiel nicht. Ja, und ich finde dann auch raten doof, wenn man es gar nicht weiß, weil dann müsste man es ja auch wissen. Also es ging auch ohne, von daher. Genau, ja, okay. Finde ich aber auch gut, weil ansonsten, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre es für mich doch wieder unstimmig gewesen. Ja, das wäre ein bisschen fies dann. Genau. Okay, das war dann unsere Rezension zu dem Spiel Escape Disturbia, Gefahren in Docks. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn euch das gefällt, was wir hier machen. Und wenn ihr uns unterstützt, indem ihr unseren Kanal abonniert. Gebt auch gerne dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten freuen wir uns drauf, wenn ihr das nächste Mal wieder bei uns reinschaut. Bis dann. Tschüss.